Also, jetzt habe ich den Arztschlüssel fürs Arztzimmer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch schnell darauf gehen will. Also mit Taste C habe ich Nahkampf. Was ist das? Videokassette nehmen, ja. Okay. Ah, ich muss zielen und Nahkampf, sonst funktioniert Nahkampf nicht. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht mehr allzu viel hoch, sonst habe ich ein Problem. Mist. So, renn. Probier noch schnell wegzukommen. 12 mm Motion. Ich brauche einen Schraubenschlüssel mit dem richtigen Einsatz, um die Abdeckung zu entfernen. Also da liegt irgendetwas. Eine Schlüsselkarte liegt im Lüftungsschacht, aber die Schlitze in der Abdeckung sind zu schmal für meine Hände. Aber ein Aufsatz... Keine Ahnung, ob da ein Aufsatz drauf ist. Personal... Beschwerdeformular P14. Datum der Personalbeschwerde. Vollständige Protect-ID der beschwerdenden Einheit. Status Personalabteilung Krankenflügel. Vollständige Protect-ID der betroffenen Einheit. Datum und Zeit des Vorfalls ständig. Ort des Vorfalls Krankenflügel. Beschreibung 11 benutzt ständig meine Ratsche und verlegt den 10 mm Aufsatz. Ich habe eine Abmahnung dafür bekommen, dass ich die Lüftung im Untergeschoss noch nicht repariert habe. Aber ich kann ohne einen 10 mm Steckschlüssel-Einsatz die Lüftungsabdeckung nicht entfernen. Sie macht das mit voller Absicht. Eine Farbvideokassette zur Wiedergabe in einem Videokassettenspieler. Also Munition habe ich keine mehr. Ich habe nur noch einen Elektroschocker, habe ich gerade gesehen.
Geh weg. Okay, ich muss gerade kurz mal Überblick verschaffen. Aha, ich habe jetzt einen Speicherpunkt, das heißt, ich könnte jetzt von da aus den Schlüssel rausholen. Also Videokassette lege ich mal in die Kiste. Den Arztschlüssel lege ich auch mal in die Kiste. Aber das sieht nicht aus, als würde da ein Aufsatz dran stecken. Das heißt, das bringt mir nichts. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch die 12 mm Munition. Ich habe zwar nicht die passende Waffe dazu, aber ich hole es jetzt mal schnell. Das heißt, irgendwo werde ich wahrscheinlich dann demnächst einen Revolver finden. Das heißt, ich muss jetzt hier hochgehen, dann die könnte ich ja auch noch aufsammeln, kommt mir gerade in den Sinn. Eventuell werde ich wahrscheinlich froh sein um jede Haarteilung, die ich da bekommen kann. Genau. Das heißt, der einzige logische Schritt, wo ich jetzt übrig habe, ist eigentlich dort mit dem Arztschlüssel reinzugehen. Das war hier. Das war diese Türe dort. Dann hätte ich ja noch eine leere Schlüsselkarte, wo ich beschreiben könnte. Die kann ich vielleicht auch benutzen. Also wenn man bedenkt, das Spiel ist nur nicht mal knapp 960 Megabyte groß. Ich gehe jetzt direkt da. Ist das hier? Ja genau, das ist jetzt dort, wo ich die Arztschlüsselkarte brauche. Hier habe ich zumindest wieder, ich wollte gerade sagen, einen Elektroschocker, das ist es nicht. Das ist jetzt der Steckschlüssel. Okay, das komme ich wieder weiter einen Schritt. Schnell trockender Bauschaum. Da der Aktionsplan schon wieder geändert wurde, geht uns das schnell trocknende Reparaturspray aus. Wie sich herausgestellt hat, können wir aber unser eigenes herstellen, indem man einfach Coagulant K mit normalen PU-Schaum mischt. Das Resultat dehnt sich nicht so stark aus, aber es härtet sofort und erzeugt ein recht stabiles Gemisch, falls man es eilig hat, Reparaturen fertig zu bekommen.
Man kann normale Replika-Reparaturflicken als einfache Quelle der Coagulant-K benutzen und sie mit normalen Reparatursprays kombinieren. Also Reparaturspray mit dem Flicken. Okay. Ich werde jetzt mal testen, ob ich da die leere Schlüsselkarte mit irgendwas bedrucken kann. Also als erstes nehme ich mal den Steckschlüssel raus. Hä? Dann Schlüsselrollen geht nicht. Okay, warte mal. Aha, okay, hier im Inventar kann ich es, glaube ich, nicht kombinieren. Also dann kombiniere das so. Den lege ich mal wieder runter. Einweginjektionsspritze stellt eine sehr große Menge Gesundheit sofort wieder her, mobil einsetzbar, aktiviert sich automatisch bei Systemversagen, wenn ausgerüstet. Was hat er gesagt vor einem Reparaturspray mit Reparaturpatch mischen? Hä? Ich teste das mal. Benutzen. Nein, oh, bin ich blöd, ich hab's benutzt. Ich wollte es doch zusammenfügen, ja, jetzt ist es weg. Habe ich keine mehr, ja, Pech. Also jetzt nehme ich den Schlüssel Rolling raus. Und genau, ich stecke den mal da rein. Keine Ahnung, ob es mir einen herstellt oder nicht. Muster eingeben, Muster drucken. Ich war ja vorhin dort im Raum. Genau, ich gehe jetzt mal nochmal im Röntgenstrahlraum. Und da habe ich ja ein Muster gesehen. Das war auf dem da genau. Das ist die Frage, warte mal. Ich mach mal wieder ein Screenshot. Ich habe mir mal ganz schnell einen Screenshot gemacht. Kann gut sein, dass wenn ich da rausgehe, dass ich das schon wieder vergessen.
Jetzt muss ich mal schauen, warte, die Ecke ist... Ist das genau auf der anderen Seite? Warte jetzt mal. Jetzt ist das gerade seitenverkehrt, wie ich das da eingegeben habe. Muster eingeben. Genau, dann hier runter. Dann zurück so. Ich muss aufpassen, es ist ja seitengespiegelt. Hm? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann von dort nach dort drücken. Schlüsselrolling nehmen. Schlüsselrolling aufgehoben. Jetzt ist das entweder eine Zugangskarte für den Fahrstuhl zum Weiterkommen. Was ich nicht glaube. Oder doch, könnte vielleicht schon sein. Aber ich denke trotzdem nicht. Ich würde eher tippen, dass es hier ins Krematorium führt. Ich denke, Krematorium wird mir den Feuerstein da geben für diese Türe. Denke ich mal. Würde irgendwo durch ja Sinn machen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück. Probiere das mal. Ich glaube, ich werde mal speichern, weil ich habe, glaube ich, keine Munition mehr. Ich habe gar nichts mehr, um mich verteidigen, oder doch? Okay, mein Inventar ist voll. Den Steckschlüssel brauche ich jetzt nicht. Ich lege den mal ab. Den lege ich auch mal ab. Das heißt, ich habe jetzt zwei Slotplätze frei. Verschlossen, Krematorium, Schlüssel benötigt. Also fürs Krematorium ist der auf jeden Fall nicht. Ja, warte mal, da bei der Leiche hat irgendwas aufgeflackert hier. Ist das irgendwas zum Aufheben? Das heißt, fürs Krematorium ist er auf jeden Fall nicht. Ja. Das heißt, ich lege jetzt die Karte in die Kiste und nehme den Schraubenschlüssel mit. Dann gehe ich nach unten.
heißt, das war die... Ich muss immer gerade überlegen mit der Tastaturbeleg. Also hier wird jetzt ja nochmal wahrscheinlich einer hochkommen. Ich spare mir aber die Munition. Ah, warte mal, dann muss ich jetzt das benutzen. Kann hier nicht benutzt werden. Ah, so, okay. Luftschlüssel nehmen. Aufgehoben. Das heißt, ich habe jetzt den Wasserschlüssel und Luftschlüssel. Dann war es das hier wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich das zur Türe, aber es ging jetzt gerade nicht. Okay, dann habe ich nochmal eine Karte, ha? Feuer, Luftschlüssel, okay. Zumindest hatten wir jetzt schon mal zwei Schlüssel, hä? Also ins Krematorium komme ich nicht hinein. Das heißt, die einzige Option, die ich jetzt habe, ist eigentlich mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen, oder nicht? Ich muss... hier in den Speicherraum.
Also wenn ich jetzt nicht mit dem Fahrstuhl gehen kann, dann habe ich keine Ahnung, wo ich hin. Jetzt habe ich mal gespeichert. Ich muss gerade schnell was schauen. Ja, das ist die einzige Option, die ich jetzt offen habe. Mit dem Fahrstuhl, das ist die einzige Option. Hier hätte ich... Aha, das ist da der andere... Ich weiß gar nicht mehr, was ich da für einen Schlüssel brauche. Viertes Untergeschoss. Alter Krankenhausflügel. Ich denke, jetzt muss ich wahrscheinlich da runter haben.